Moin moin liebe Leute, ich bin da, ja, ich lebe noch. Und es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber es gab größere Probleme bei der Umstellung des Internets. Aber zuallererst würde ich sagen, es geht auf jeden Fall weiter. Ich will das Projekt weiter starten. Ich habe Bock drauf, auf jeden Fall. Und ja, FIFA werde ich gleich starten. Also ich habe schon gerade gespielt. Dementsprechend, ja, dazu muss ich auch noch was sagen. Also fangen wir von vornherein an. Ich hatte Probleme mit dem Internet bei der Umstellung. Das Internet wurde umgestellt, aber irgendwie war es doch nicht da. Dann sollte halt ein Techniker vorbeikommen an einem Wochenende. Aber es wurde provisorisch ein Termin gemacht fürs Wochenende. Falls das so umgestellt werden kann, weil die wollten das erstmal von sich aus checken bei der Telekom, ob es da möglich ist. Und ich habe extra noch Freitag bei meinem Anbieter angerufen. Ist es möglich, dass ich am Samstag weggehen kann? Oder kommt jetzt ein Techniker? Wurde mir gesagt, Techniker kommt auf jeden Fall nicht am Wochenende. Wir probieren es ist von hier gelöst. Bin ich Samstag weg, komme nach Hause, sehe ich einen Zettel von dem Briefkasten. Ja, der Techniker war da. Zippy, habe ich mir gesagt. Okay. Dementsprechend dann wieder mit meinem Anbieter abgeklärt, neuen Termin ausgemacht. Dann das Wochenende drauf sollte er kommen. Ja, an dem Montag dann, also 9 Tage später. Weil an den Wochenende hatte ich dann frei, also am Montag noch. Und irgendwie montags war er zuerst um 1 um 5 Uhr kommen. Ja. Kam nicht. Weil ich habe um 3 Uhr einen Anruf gekriegt. Ja. Vom Vodafone. Ja, die Telekom hat gemeldet. Das Problem ist behoben. Ist es denn behoben? Ich so, nein. Ich habe immer noch kein Internet. Und haben sich auch schon aufgeregt über die Telekom, mein Anbieter. Und ja, wieder einen neuen Termin ausgemacht, dass er mich anruft, bevor er hierher kommt, dass ich von der Arbeit halt schnell hier runter rase. Ja, nö. Hat nicht geklappt. Er hat mich vorher nicht angerufen. Leider. Und dann hat's doch geklappt, nachdem ich 2 Wochen ohne Internet war. Oder 3? Ich weiß gar nicht mehr. Kam der Techniker. Ne, 2 Wochen war es gar. Kam der Techniker. Und ich so, juhu, juhu, ne? Ja. Es geht immer noch weiter. Der Techniker war da. Die Leitung steht. Anscheinend Problem mit dem Modem. Eigentlich sollte der Modem das abspielen. Aber es hat wohl einen Defekt. Dazu komme ich später noch zurück zu dem Defekt. Ja, dementsprechend war es so. Schickt mir Vodafone eins zu. Am Freitag, den 13., hatte ich einen Zettel von GLS bei mir. Und da stand, die Karte war gar nicht ausgefüllt. Nur, wir kommen wieder. Das Datum ist freigelassen. Zwischen 12 und 1 Uhr. Dann habe ich gedacht, okay, Samstag. Kommen die vielleicht? Nein, kam nicht. Das war dann der Valentinstag. Und am Freitag, den 13., höhö, witzig, hatte ich einen Zettel drinne. Nein. Auch am Montag, da hatte ich auch wieder frei. Nein, da kam auch kein Paketbote. Also habe ich die Track-ID, die da angegeben war, gegeben im Internet. Nichts zu finden. Per SMS, keine Meldung. Die Service hat dann angerufen. Ja, tut mir leid, das Paket ist nicht auszufinden. Da war das verschwunden. Und das sind total geile Stories eigentlich, aber ist echt so. Und dementsprechend habe ich gedacht, ja dann sag mir doch immerhin, in welchem Job es normal wäre. Ich habe dir meine Adresse genannt, auch die Absenderadresse. Es war ja klar, dass Vodafone eigentlich es ist. Und trotzdem war das Paket nicht aufzufinden. Und eigentlich habe ich gesagt, so viele Möglichkeiten gibt es ja eigentlich nicht. Ja, aber die haben gesagt, nein. Klar, ich hätte auch selbst gucken können, aber mit der Karte wäre eh problematisch gewesen, wenn dann irgendwie nicht abgescannt worden ist. Ich meine, ich habe dafür Verständnis für die Paketzusteller, wenn die mal nicht richtig abgescannt haben. Das ist keine Frage, aber dass dann die Karte komplett vergessen ist, auszufüllen. Naja, ich meine, klar, die haben Druck, aber egal. Dementsprechend irgendwie dann am 23. bekam ich die Meldung, ja, Paket ging am Absender zurück. Das war jetzt, ja, genau von der Woche. Und dann hatte ich am Donnerstag
Von GLS wieder eine Karte drin, diesmal komplett ausgefüllt. Und so konnte ich sie jetzt am Freitag nach der Arbeit abholen. Aber ich habe es nicht geschafft, vorher irgendwie zu installieren. Weil ich war Freitag nach der Arbeit, hab's Paket abgeholt und bin von dort aus mit dem Bus direkt nach Heidelberg gefahren, mit dem Fanbus, weil wir hatten bei den Basketballern Auswärtsspiel und bin halt mit dem Paket wirklich im Bus da eingestiegen. Ja, und dementsprechend kam er um Mitternacht erst irgendwie wieder nach Hause. Nach Mitternacht war ich zu Hause. Und ich natürlich dann habe gedacht, installiert der Pimp direkt, nein. Direkt ins Bett, aufgestanden. Dann bin ich auf dem Geburtstag gewesen, kurz bis ja 16 Uhr. Von dort aus direkt ins Stadion gefahren, weil die Eintracht hat ja gespielt, ne? Und ja, von dort nach Hause kommen, Mitternacht wieder, nach Mitternacht sogar, weil ich noch ein bisschen gefeiert habe. Und dann habe ich halt Sonntag geschlafen. Und als ich aufgewacht bin, dann habe ich es ja schon noch kurz gefrühstückt, alles und dran natürlich klar. Und dann gegen Mittag es installiert. Und zwar installieren konnte, dann habe ich auch die ganzen Updates laufen lassen. Ihr könnt euch vorstellen, was das für eine lange Liste war. Steam, Origin, meine ganzen Programme, Windows Update, was weiß ich, was ich alles für Update hatte. Und ja, währenddessen bin ich halt dann zum Basketball gefahren. Wir hatten dann ein Heimspiel, muss ja auch arbeiten da. Und dementsprechend war es dann so, dass ich auch wieder spät abends nach Hause gekommen bin und dann so zwar ein bisschen gespielt habe, aber nur zum Einspielen. Und heute ging es dann halt los mit der Spielerei FIFA, auch für die Aufnahme. Und ja, es werden jetzt, wie gesagt, die Videos folgen. Ich denke mal, drei Folgen jetzt erstmal zum Anfang heute und dann bis zum Ende der Woche immer zwei. Und dann wird es wieder im Tagestakt laufen, sprich eine Folge pro Tag. Ultimate Team werde ich anfangen, definitiv, ist ja klar. Und dann noch andere Spiele wie Portal, denke ich. Wie ich das mit FIFA, Karriere und Ultimate Team Online mache, also generell FIFA Online, muss ich mir noch überlegen, ob ich dann Ultimate Team nur am Wochenende ausstrahle. Oder nicht, oder mehr, das überlege ich mir noch. Ich lasst euch überraschen. Und dann die anderen. Vorspielen konnte ich leider auch nicht viel, weil alles ja mit Internet verbunden ist, ne? Viele Spiele. Und FIFA muss ich wieder nachspielen, weil zum defektes Modem wohl meine 5er, 6er Steckerleiste hier den Flug gemacht hat, weil währenddessen ja, aber mein Modem war kaputt, mein Fernseher hat zerrissen und anscheinend meine externe Festplatte, also scheint da irgendwie einen Knall gegeben zu haben, keine Ahnung, es war ja kein Gewitter oder so, aber vielleicht ist sie defekt oder so. Ja, dementsprechend musste ich von der externen Festplatte, wo die Aufnahmen drauf waren, einiges nachholen. Aber egal, hoffentlich sind wir jetzt so erfolgreich bei FIFA, wie ich es angekündigt habe eigentlich noch und wie ich es auch vorgespielt hatte. Aber egal. Schauen wir mal, ne? So, wieder Tonprobleme sind abgehoben und dann geht es ja jetzt richtig los. Ich bin wieder, wie gesagt, im 21. Jahrhundert angelangt, habe mich lange gefühlt wie im 19., im 20. Jahrhundert, so in den 90ern, 80ern, wo man noch nicht so Internet hatte, so weit verbreitet. Ich hatte immer ein Mobilinternet. Und die haben mir mein Datenvolumen freigeschaltet, die Vodafone GmbH, ne? Fand ich gut. Da konnte ich schön viel im Internet surfen, immerhin, aber wie gesagt, jetzt kann ich hier loslegen und macht euch auf was gefasst. Es ist zwar bitter mit den ganzen Programmen, ganzen Videos, die ich vorgespielt habe, aber passiert. Es ist ein schwerer, holpriger Start. Der Weg ist steinig und schwer, ne? Und dann kann es ja nur gut laufen, wenn ich das überstehe. Dann kommt vielleicht später nichts, ne? So, das war's erstmal. Ist zu lang geworden, 9,5 Minuten. Und pass auf, die Videos kommen bald. Danke fürs Zuhören. Tschö, tschö.